Keine Sorge, Sie sind nicht bei Space Odyssey oder bei den Simpsons gelandet. Das hier ist die Sternstunde Philosophie. Herzlich willkommen. Was Sie eben gehört haben, sind die ersten Takte von Richard Strauss' Komposition »Also sprach Zarathustra«, eine Hommage an den weltbekannten Text von Friedrich Nietzsche. »Alle Lust will Ewigkeit« heißt die wohl berühmteste Zeile aus diesem fulminanten Werk. Mit der Lust war es in letzter Zeit allerdings nicht hoch her. Die Pandemie auferlegte uns Distanz, die Festlaune lässt weiter auf sich warten und die kargen wissenschaftlichen Fakten verderben uns die Lust am Fabulieren. Zeit für die Lust, eine Lanze zu brechen. Und das tue ich am liebsten mit Konrad Paul Liesmann. Er hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel «Alle Lust will Ewigkeit». Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Herr Liesmann, diese Musik eben, ganz schön großes Kino. Aus mehreren Gründen. Es ist natürlich eine grandiose Komposition von Richard Strauss. Und man muss erst mal auf die Idee kommen, ein philosophisches Werk zu vertonen. Ich kann mir aktuell keine Symphonie vorstellen, Theorie des kommunikativen Handelns zum Beispiel. Von Habermas. Das heißt also, Zarathustra, also sprach Zarathustra, das ist das Werk von Nietzsche, hat ja Musikalität in sich. Nietzsche sprach mal davon, er würde es am liebsten als Symphonie bezeichnen. Es ist keine philosophische Abhandlung, es ist kein Roman, es ist kein religiöser Text. Es ist eine Symphonie. Und Richard Strauss hat das vielleicht intuitiv erfasst. Das Interessante ist, er hatte diese Komposition noch zu Lebzeiten Nietzsches fertiggestellt. Aber Nietzsche war damals schon geistig umnachtet und hat davon nichts mehr mitbekommen. Leider die Fanfaren nicht mitbekommen. Er hat die Fanfaren nicht gehört. Ob es ihm gefallen hätte, weiß man nicht. Vielleicht. Sie haben ein Faible für Nietzsche, das merkt man gleich schon. Sie sind Professor für Philosophie an der Universität Wien. Und Sie haben sich in der kargen Zeit des Shutdowns während der Pandemie hingesetzt und dieses Buch geschrieben, «Alle Lust will Ewigkeit». Da muss man ja erst mal drauf kommen, in einer, würde ich doch sagen, eben sehr kargen Zeit, das hohe Lied der Lust anzustimmen. Ja, vielleicht kann man so ein hohes Lied der Lust überhaupt nur in kargen Zeiten anstimmen. Denn in weniger kargen Zeiten hat man ja alle Hände voll damit zu tun, lustvoll zu leben. Da denkt man ja nicht drüber nach. Aber jetzt ernst gesprochen, natürlich sind Zeiten, in denen man gleichsam dazu gezwungen wird, was manche Menschen früher freiwillig aufsuchten, nämlich Orte des Rückzugs, kontemplative Situationen, Möglichkeiten der Konzentration, die wir ansonsten ja kaum noch haben, sind vielleicht wirklich erforderlich, um sich dann mit einer Sache, und ich habe mich ja praktisch nur mit 11 Zeilen, mit diesem einen Mitternachtslied, diesem einen trunkenen Lied von Nietzsche beschäftigt, bedarf es vielleicht wirklich solch einer außergewöhnlichen Situation, um sich so konzentriert einer Sache widmen zu können, nicht zerrissen zwischen Events aller Art, Lustbarkeiten aller Art, Verpflichtungen aller Art, sondern es ging nichts. Und wenn nichts geht, geht eines, denken. Und zwar denken über die Lust. Und Sie brechen ja ein Stück weit auch eine Lanze für die Lust. Das merkt man auch, wenn man Ihre Kolumnen regelmäßig liest, die Sie publizieren in der NZZ. Da hat man immer wieder den Eindruck, Sie finden, wir leben in moralinsauren, fantasielosen Zeiten und da muss mal wieder die Lust her. Das ist kein ganz falscher Eindruck. Wir haben natürlich gegenwärtig eine Situation, die nicht sehr lustbetont ist. Das hat auf der einen Seite mit der Pandemie zu tun, auf der anderen Seite mit weltpolitischen Lagen. Dann drittens mit natürlich sehr, sehr hohen moralischen Ansprüchen, die wir haben, vielleicht durchaus zu Recht. Ja? Nur darf man eben nicht vergessen, dass das lauter Elemente sind, die sozusagen die Lust, das Lustbetonte, das Spielerische, das Fantasievolle, das Frivole und das Verantwortungslose. Denn zur Lust gehört die Verantwortungslosigkeit, das dem offensichtlich auch widerspricht. Und ich denke, das Bewusstsein dafür ist uns ein bisschen verloren gegangen. Und Nietzsche, der dieses Spannungsfeld zwischen Lust und Schmerz, zwischen Tag und Nacht, zwischen Oberfläche und Tiefe, das sind ja lauter Fragen, die uns ja zutiefst beschäftigen, aufgemacht hat, denke ich, hat uns hier noch einiges zu sagen. Und deshalb auch diese Auseinandersetzung. Mhm.
In diesen Tagen hat das Philosophicum Lech stattgefunden. Es geht heute zu Ende. Ein öffentliches Philosophiefestival im Vorarlberg, das Sie schon seit vielen Jahren kuratieren und leiten. Und auch da ist eigentlich die Fabulierlust im Zentrum gestanden. Das hat das Thema sozusagen ausgemacht. Der Titel lautete «Als ob, die Kraft der Fiktion». Was ist denn da für eine Kraft in der Fiktion am Werk, mit der Sie sich auseinandergesetzt haben? Ja, es sind natürlich unterschiedlichste Aspekte. Wenn wir hier in einer Sternstunde Philosophie sind, Ende des 19. Jahrhunderts hat der im deutschsprachigen Raum leider nicht mehr bekannte, international nach wie vor sehr geschätzte Philosoph Hans Feichinger eine voluminöse, 800 Seiten umfassende Philosophie des Als-Ob geschrieben, in der er versucht hatte zu zeigen, dass unser ganzes Denken und Leben geprägt ist, durchzogen ist von Fiktionen. Fiktionen im Sinn jetzt von Annahmen, Vorannahmen, Prognosen, Modellen, Bildern, Metaphern. Das sind ja lauter fiktionale, das heißt hergestellte, vorgestellte, fabrizierte Denkgebäude, Vorstellungen, Gegenstände, Geschichten, die uns prägen. Und ich finde das ein unglaublich anregendes, nicht ganz leicht zu lesendes, aber unglaublich anregendes Buch. Und er war übrigens auch einer der Ersten, der in dem Zusammenhang sich intensiv mit Nietzsche auseinandergesetzt hat. Feichinger war an sich Kantianer gewesen, Gründer der noch heute existierenden Kant-Gesellschaft. Und Nietzsche ist ja damals von der akademischen Philosophie so wie heute verachtet worden. Und Feichinger hat aber das erkannt, dass Nietzsche auch ein Autor war, der dieses Als-Ob, dieses Wir kommen nicht aus ohne Fantasie, ohne Fiktion, ohne Illusionen, erkannt hat, thematisiert hat, auch kritisiert hat. Und dem wollten wir auf dieser Tagung auch ein bisschen auf die Spur kommen. Dem wollten wir folgen, wie viele Aspekte sozusagen unseres Lebens, gerade auch die kraftvollsten, das, was uns antreibt, das, was auch dazu bringt, Gesellschaft zu verändern, das uns dazu bringt, initiativ zu werden, beruht auf Fiktionen. Die ganze Klimaaktivitäten, der ganze moralisch gedrängte Klimaaktivismus beruht auf Modellberechnungen. Modelle sind natürlich Fiktionen, nichts anderes. Na, das ist ja jetzt interessant, weil man ja oft auch sagen würde, gerade heute leben wir eigentlich in einem Zeitalter der Fakten. Was uns abhanden gekommen ist, sind die Narrationen. Die Fakten, die sind gerade in der Pandemie und, wenn es um den Klimawandel geht, sehr stark. Wir berufen uns dauernd auf die Wissenschaft. Und viele sagen ja, das Problem ist gerade, dass wir nicht mehr Geschichten im Kopf haben. Daran ist eines richtig und eines ergänzungsbedürftig. Richtig ist, dass wir so ein bisschen Fakten besessen sind. Darüber übrigens vergessen, dass das Wort Faktum nichts anderes heißt als das Gemachte. Mhm. Ja? Das heißt, Fakten finden wir nicht vor, Fakten machen wir. Und das zeigt auch schon Feichinger, dass auch in den sogenannten faktenorientierten Naturwissenschaften Fiktionen eine ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel einfach zentrale Begriffe der Naturwissenschaften, ja? Wie Kraft, wie Beschleunigung, wie Anziehung, wie Gravitation, sind eigentlich bildhafte Begriffe, denen in der Natur ja nichts entspricht. Das sind unsere Projektionen, also Vorsicht mit Fakten. Aber auf der anderen Seite natürlich klar, also es gibt die Empirie, die ist beobachtbar, die ist messbar, die ist abzählbar, die ist statistisch darstellbar und wir tun so, als könnten wir diese Empirie gleichsam in reiner Form zur Kenntnis nehmen. Das ist ein bisschen eine Täuschung auch. Das, was uns etwa bei so Debatten im Zusammenhang mit der Pandemie immer aufregt, in der einen oder anderen Richtung, das wollen ja nicht die nackten Zahlen, sondern eben die Geschichten, die dazu erzählt werden. Und die Interpretationen die Wertungen, die Geschichten, das sind die Geschichten von Freiheitsberaubung oder Menschenrettung, wie auch immer. Ja, die Zahlen als solche geben noch mal gar nichts her. Also das als Ergänzung. Aber in einem gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben auch so etwas wie eine Krise des Erzählens, eine Krise der Fantasie, eine Krise
eines Bekenntnisses zur Fiktionalität. Mhm. Also wer Fake News sagt, hat er schon verloren. Man könnte auch sagen, es gibt ja nichts Schöneres als Fake News. Wie ja, schön, Moment, dass man Neuigkeiten erfinden aber kann. Aber da glaube ich, müssen wir dranbleiben, weil es ist ja schon auch ein bisschen gefährlich, in dieser Zeit die Lanze zu brechen für die Fiktion, genau wegen der Fake News, wegen der Verschwörungstheorien, weil wir den Eindruck haben, politisch gesehen werden die uns gefährlich. Und in einer Kolumne schreiben sie, naja, wir müssten die einfach als ästhetisches Phänomen würdigen, weil viele haben natürlich eigentlich das Zeug zu einem brillanten Thriller. Aber reicht das aus? Ich meine, wenn wir die Verschwörungstheorien als ästhetisches Phänomen betrachten und analysieren, ist das eine Problem, glaube ich, dass wir die Gefährlichkeit dieser Verschwörungstheorien missachten. Und das andere, dass diejenigen, die die Verschwörungstheorie erzählen, sich ja auch nicht ernst genommen fühlen, denn die behaupten ja, dass das die nackte Wahrheit sei. Genau das ist das Problem. Ja? Also eine ästhetische Lesart von Verschwörungstheorien setzt ja schon voraus, dass ich sie für keine plausible Erklärung für irgendwelche Vorkommnisse in der Welt halte, aber für vielleicht mehr oder weniger raffinierte oder meistens eigentlich ohnehin eher plumpe Fiktionen, die dann als Fiktionen natürlich gewisserweise ihren Reiz haben können. Also mich hat diese Vorstellung, dass die Amerikaner nie am Mond gelandet sind, sondern Stanley Kubrick, dieser große Regisseur, der ja in Odyssee 2001 im Weltraum auch mit Also sprach Zarathustra, mit Richard Strauss angefangen hat, dass Stanley Kubrick die Mondlandung in der amerikanischen Wüste gedreht hat, habe ich immer eine unglaublich pikante Vorstellung gefunden. Das heißt also, das war eine reizvolle Idee, ja, dass der größte Regisseur des größten Science-Fiction-Films die nicht stattgefundene Mondlandung als Faktum fingiert. Aber wenn ich wirklich daran glaubte, dass die nie am Mond gelandet sind, dann hätte dieser ästhetische Reiz ja keine Kraft mehr, keine Bedeutung mehr. Das heißt, die Gefahr besteht ja tatsächlich dann darin, unsinnige Dinge als Realität zu behaupten. Unsinnige Dinge, die in anderen Zusammenhängen, etwa in ästhetischen Zusammenhängen, uns durchaus auch gewohnt sind. Denken Sie etwa daran, zumindest die letzten 5, 6, 7 oder 8 James-Bond-Filme behandeln alle eine Verschwörung. Mhm. Da verschwören sich immer mächtige Magnaten, um die Weltherrschaft zu erringen. Und ein einsamer, kleiner britischer Agent muss sie daran hindern. Also, in der Wirklichkeit wäre solch eine Konzeption natürlich vollkommen unsinnig. Im Kino funktioniert sie seit einigen Jahrzehnten. Und das eine ist sozusagen, dass wir gut daran tun, zwischen Fiktion und Wirklichkeit doch zu unterscheiden. Aber das andere ist trotzdem, uns Fiktionen zu erlauben und zu erkennen, dass wir Fiktionen brauchen. Also eben diese Lust am Fabulieren. Und Sie haben in einem Text auch geschrieben, in einem großen Essay für die NZZ, dass Sie glauben, dass in der Literatur selbst da eigentlich die Fiktion nicht mehr wirklich erlaubt ist. Sie sagen nämlich, Fiktion und Faktizität, die hätten längst sozusagen die Rollen getauscht. Während man früher einen guten Roman geschrieben hat, wenn man möglichst fantasievoll das Blaue vom Himmel heruntergeleugnet hat, ist es heute eigentlich so, dass man möglichst eine Geschichte erzählen muss, die man faktengetreu wiedergibt und auch selber erlebt hat. Das ist Ihre Diagnose und das finden Sie tragisch. Das ist vielleicht eine zugespitzte Diagnose. Ich finde es nicht tragisch, weil das kein tödlicher Konflikt ist. Ich finde es schade, weil wir uns dadurch einer Möglichkeit, einer Potenz, die zum Menschen dazugehört, nämlich die Möglichkeit der Fantasie, die Möglichkeit des Fabulierens, die Möglichkeiten, sich andere Welten, andere Situationen auszudenken, die Möglichkeit, sich in andere Welten, in andere Menschen, in andere Situationen hineinzudenken, weil wir uns dieser Möglichkeit begeben. Und ich finde einfach eine Welt schlechter, in der es weniger Möglichkeiten gibt, als wir ergreifen könnten. Und das ist ja in der Tat so, das ist ein altes Problem natürlich, ja, dass man der Literatur, der Kunst immer schon vorwerfen konnte. Platon war der Erste gewesen, der gesagt hat, die erfinden etwas, was nicht wirklich ist und leiten oder führen uns deshalb vom wahren Weg der Erkenntnis weg, weil wir verstricken uns dann in irgendwelche erfundenen Mythen, Geschichten,
er kritisiert Homer, ja, weil das mit Realität nichts zu tun hat und wollte deshalb die Dichter aus seinem Staat verbannen. Und ich habe so den Eindruck, manche Dichter wollen aus dem Staat nicht verbannt werden und deshalb bleiben sie faktengetreu, wirklichkeitsgetreu, erzählen nur noch das, was ihren sozusagen Erfahrungshorizont entspricht und was auch jederzeit überprüfbar ist. Und wehe, es stimmt dann etwas nicht. Aber Sie kritisieren ja schon auch den Literaturbetrieb und sagen eigentlich, Konjunktur im Moment haben vor allem Werke, in denen eben Personen, die etwas erlebt haben, das dann niederschreiben. Also eine Fluchtgeschichte muss durchlebt worden sein, sonst darf es nicht aufgeschrieben werden. Ja, das sind diese Autofiktionen. Ja, also das heißt also, ganz, ganz stark biografisch getönte Texte, die es natürlich immer gegeben hat. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Selber Lebensbeschreibungen hat das Jean-Paul so schön genannt. Nur war man sozusagen bei autobiografischen oder autofiktionalen Texten sich früher immer auch bewusst, wie hoch der Anteil der Fiktion daran ist. Mhm. Goethe hat seine Autobiografie Dichtung und Wahrheit genannt. Heute dichten manche ihr Leben nach und behaupten, es ist die reine Wahrheit. Nein, wir brauchen wieder mehr Bewusstsein, mehr Sensibilität, dass wir uns tatsächlich die Fiktion, das Erfundene, das Fantasievolle durchaus erlauben können. Mhm. Ein Anliegen, was ja viele haben, ist, dass man einfach aufzeigt, dass gewisse Geschichten immer wieder gleich erzählt worden sind und immer aus der Perspektive des alten weißen Mannes, immer aus der gleichen Perspektive und dass damit auch Narrationen festgezurrt werden auf diese einzige Perspektive. Dieses Anliegen macht auch die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie stark, die dieses fulminante Werk unter anderem Americana geschaffen hat. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political world, stories too are defined by the principle of nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. Erzählen heißt in dieser Art und Weise immer auch Macht auszuüben. Das ist eigentlich das Anliegen, dass man sagt, wir brauchen mehr Geschichten. Man muss jetzt, glaube ich, hier ein bisschen unterscheiden zwischen Geschichte, jetzt im Sinne jetzt einer poetischen Fiktion, einer poetischen Narration, und Geschichte jetzt im Sinne jetzt einer Historizität oder des Darstellens von Historizität. Natürlich, wenn ich die Geschichte eines Landes, eines Volkes, einer Nation, einer Gesellschaftsschicht schreibe, nehme ich eine bestimmte Perspektive ein. Und dass die Sieger die Geschichte schreiben, ist aber wirklich eine Wahrheit, die bis in die Antike zurückreicht. Und Herodot, der Vater der modernen Geschichtswissenschaft, war der Erste, der sich bemüht hat, nicht nur den griechischen Standpunkt zu Wort kommen zu lassen, sondern auch den der Gegner, den persischen, die persische Position, um möglichst sozusagen objektiv beide Seiten beleuchten zu können. Wie sehr das gelungen ist, darüber kann man streiten. Aber es war natürlich zum ersten Mal das Ansinnen, nicht nur die eigene Perspektive zu sehen. Und dann habe ich immer so ein bisschen den Verdacht, da habe ich einfach zu viel Nietzsche gelesen, um mir sowas noch unbedarft anhören zu können. Wenn sozusagen diese Vielstimmigkeit, diese vielen Geschichten gefordert werden, geht es im Grunde genau um das, was Sie angedeutet haben, nämlich eine Machtfrage. Das ist völlig legitim, zu sagen, jetzt sind lange diese Geschichten erzählt worden und jetzt erzählen wir unsere Geschichte, eine andere Geschichte. Ich glaube, wirkliche Vielstimmigkeit halten wir gar nicht aus. Im Grunde wollen wir nur
unsere Geschichte hören. Und am liebsten hören wir unsere Geschichte dann, wenn sie die Geschichte der Sieger ist. Und wenn sich die Verhältnisse umkehren, Sie haben vorher diesen Topos des alten weißen Mannes erwähnt, wenn der alte weiße Mann jetzt auf der Verliererstraße ist, dann erzählen wir ganz schnell, obwohl wir weiß sind, obwohl wir Europäer sind, obwohl wir männlich sind, erzählen wir dann ganz schnell die Geschichten der unterdrückten, kolonialisierten Völker, um wieder auf der richtigen Seite die einzig wahre Geschichte zu erzählen. Also wir sehen schon, wir brauchen nicht nur Fiktionen, sondern Fiktionen hängen zusammen mit Machtverhältnissen. Natürlich. Und Fiktionen dienen dazu, uns auch wieder zu behaupten. Nun ist ja etwas auch interessant, dass wir uns immer auch Geschichten über uns selbst erzählen. Sie haben gerade schon Goethe erwähnt mit Dichtung und Wahrheit. Mir fällt auf, dass es wenig Geschichten gibt, die Sie über sich erzählen. Wenn man Ihre Kollegen nimmt, zum Beispiel Richard David Precht, der pflegt seinen Mythos ganz wunderbar. Alle wissen, Richard David Precht durfte als Kind keine Cola, er durfte keine Jeans. Seine Eltern waren in einem sehr linken Milieu zu Hause. Er hat zwei Geschwister, die Adoptivkinder sind aus dem Vietnam, weil die Eltern gegen den Vietnamkrieg waren. Von Ihnen hingegen gibt es nicht wirklich einen Mythos. Wo ist denn der Liesmannsche Mythos? Wollen Sie den nicht ein bisschen pflegen? Nein, lesen Sie meine Bücher. Das heißt, also ich bin vielleicht zu sehr geprägt durch eine andere intellektuelle Sozialisation vielleicht als mein Kollege Richard David Precht oder als andere, die gern solche Mythen pflegen. Ich habe in jungen Jahren bis hin zu meiner Habilitation mich sehr intensiv mit Adorno beschäftigt und von Adorno diese Position oder bei ihm diese Position kennengelernt und dann auch eigentlich übernommen. Dass es sowohl in Fragen der Kunst und erst recht in Fragen der Philosophie nie um das Persönliche geht, sondern immer um die Sache. Mhm. Es wird ein Gedanke ja nicht besser, ein schlechter Gedanke wird doch nicht besser, wenn der diesen schlechten Gedanken äußert, ihn mit einem Mythos verbrämen kann oder mit einer interessanten Lebensgeschichte oder einer traumatischen Erfahrung. Das ändert ja am Gedanken nichts. Ja? Und diese antibiografische Herangehensweise, etwa auch an Kunst, ja, hat natürlich auch ihre Nachteile. Ich habe zum Beispiel nie Künstlerbiografien gelesen, auch von Autoren, von Künstlern, von Musikern, die mich unglaublich fasziniert haben. Nehmen wir mal Gustav Mahler als Beispiel. Mhm. Ich habe nie eine Mahlerbiografie gelesen, obwohl es da so unendlich viele Geschichten gibt. Allein das Verhältnis zwischen Gustav Mahler und Alma. Ist ein Wahnsinn. Aber trotzdem, mich hat die Musik interessiert. Mhm. Und nicht so sehr die Hintergründe, die vielleicht zu diesem Werk geführt haben. Für einen Malerforscher ist es wahrscheinlich unerlässlich, diese Hintergründe aufzudecken. Für mich war das nicht so interessant. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was es brächte, wenn Sie wüssten, dass es natürlich einige Erlebnisse in meiner Vergangenheit gibt, die sich mittelbar oder unmittelbar niedergeschlagen haben in diesem oder in einem anderen Buch. Ich möchte das trennen, denn ich möchte, dass Texte, Gedanken, Ideen, Werke, ästhetische Darbietungen um ihrer selbst willen wahrgenommen und beurteilt werden. Und das werden wir gleich tun. Wir sprechen gerade über das Buch, über das Sie reden wollen. Weil die Menschen aber Fiktionen lieben, erzählen wir trotzdem eine Geschichte über Sie, nämlich, dass Sie unglaublich gerne Rad fahren. Sie fahren Rennrad und Sie haben irgendwann mal einen Text darüber geschrieben, den ich unglaublich mag. Da erzählen Sie, dass Sie eigentlich zu Ihrem Rad fast ein libidinöses Verhältnis hätten. Einmal sind Sie fremdgegangen mit einem Mountainbike und gestürzt. Ist das jetzt Fiktion oder Wahrheit? Ja, ich würde so gern sagen, dass das natürlich eine wunderbare, erfundene Geschichte ist, aber sie ist leider wahr. Also über das Rennrad könnten wir vielleicht auch mal noch philosophieren. Aber kommen wir zu Alle Lust will Ewigkeit. Es wird ja schon deutlich, auch wenn wir jetzt am Reden sind, Ihnen geht es ja nicht um so eine platte Lust. Es geht nicht einfach darum, ein dionysisch rauschendes Fest zu feiern, sondern es geht um sehr viel mehr. Es geht darum, in diesem Mitternachtslied, das der zentrale Text ist, in Also sprach Zarathustra, und über dieses Mitternachtslied denken Sie nach. Dieses Buch ist wie eine Meditation über dieses Lied. Es geht darum, die Lust als eine Art menschliche Lebensader herauszukristallisieren. Und dieses Lied beginnt ja auch mit der Zeile «O Mensch, gib Acht». Was ist das denn, worauf wir da Acht geben müssen?
Es gäbe eine sehr einfache, immanente Deutung. O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Das heißt, der Mensch soll mal Acht geben auf das, was die Mitternacht spricht. Die Mitternacht wiederum ist eine ganz starke Metapher, ein ganz starkes Bild in unserer Tradition für Seelenzustände, für innere Konflikte, für die dunklen Seiten unserer selbst. Das heißt, man kann sagen, Mensch, achte einmal auf das, was dir bei Tageslicht entgangen ist, was dir bei Tageslicht entgeht, was dem Bewusstsein entgeht. Also freudianisch gesprochen, die tiefen Dimensionen unseres Seelenlebens. Man könnte aber auch sagen, oh Mensch, gib Acht, könnte überhaupt so die Anrufung sein, gib mal Acht oder pass auf, sei vorsichtig in deiner Selbstwahrnehmung, in deiner Selbstdefinition. Was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Das ist eine Frage, die ja nicht nur Nietzsche unglaublich umgetrieben hat. Das war die Grundfrage der Philosophie nach Immanuel Kant. Was ist der Mensch? In diese Frage laufen alle anderen Reflexionsbestrebungen zusammen. Nietzsche war derjenige, der dann gesagt hat, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Das heißt, diese Offenheit des Menschen, diese Vielfalt der Möglichkeiten, die wir haben, die tendenzielle, heute auch wieder kritisierte oder beeinspruchte Loslösung von der Natur, führt einfach dazu, dass wir permanent uns selber fragen müssen, wer wir sind, was wir wollen und wohin wir wollen. Ja? Und diese nietzscheanische Idee, oh Mensch, gib Acht, ja? Wo stehst du eigentlich? Wo bewegst du dich? Ja, Nietzsche in Zarathustra tauchte dieses Bild auf, der Mensch ist ein Seil, sozusagen gespannt über einen Abgrund. Auf der einen Seite des Abgrundes ist noch unsere Tierheit, die Nietzsche nie verleugnet hat, ganz im Gegenteil. Ja? Und auf der anderen Seite ist die Perspektive, diese Tierheit und damit aber auch unseren aktuellen menschlichen Status zu überwinden. Ja, ominöser Begriff des Übermenschen. Mhm. Aber alle Optimierungstheoretiker unserer Tage, alle Enhancement-Philosophen unserer Tage sind, auch wenn sie Nietzsche nie gelesen haben, ohne es zu wissen, natürlich Nietzscheaner. Weil es um diese Selbstüberwindungspotenziale geht, die der Mensch sich selber zuschreibt. Egal jetzt, ob er sie hat oder nicht, aber wir schreiben sie uns zu. Mhm. Auch das steckt in diesem Mensch, gib Acht drinnen. Und ich lese, nachdem Nietzsche ja auch Altphilologe war und Gräzist war, ich lese auch sozusagen darinnen auch noch diese Warnung, die auch den Apollo-Tempel in Delphi kennzeichnet, der Mensch erkenne dich selbst, was er bedeutet hat, sei nicht hybrid, ja? Verfalle nicht der Hybris, halte dich nicht für mehr, als du bist. Und das ist ja auch so interessant, dieses Erkenne dich selbst, Gnoti se auton, an diesem Apollo-Tempel, das wird ja heute oft so aufgenommen, als würde es darum gehen, erkenne dich selbst, erfinde dich, erzähle eine Geschichte über dich, inszeniere dich, sei ganz einzigartig. Ursprünglich gemeint war eigentlich nur, sei bescheiden, du bist nicht wie Gott, du bist sterblich. Das ist ja eigentlich interessant, dass das ursprünglich ein Anruf war zur eigenen Demut, wurde verkehrt aber in die Idee, uns selber zu erschaffen und zu erfinden und gottgleich zu werden. Ja, aber genau das ist das Spannungsfeld, ja, in dem wir uns ja auch tatsächlich bewegen. Mhm. Und in dem sich auch diese Konzeption von Lust, der ich versuche hier nachzuspüren, bewege. Demut ist ja jetzt nicht das Lustgefühl par excellence. Tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Ja. Während alles, was mit Aktivität, mit Kreativität, mit Neuschaffung, mit Übersteigerung, vielleicht auch mit Vorstellungen zu tun hat, die unseren Horizont, unseren Möglichkeitsraum zu übersteigen scheinen. Das ist natürlich in ganz anderer Art und Weise Lust betont. Und ich denke, es bedarf beider Aspekte. Ja? Also Selbsterkenntnis im Sinne auch des Erkennens seiner eigenen Grenzen. Und dieses sozusagen auch demütige Respektieren, dass uns nicht alles zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite, aber es wäre ja auch vollkommen unsinnig, alle diese Impulse, die wir haben, ich möchte es mal wirklich jetzt philosophisch formulieren, des Transzendierens in der Immanenz. Das heißt, uns selbst zu überschreiten, ohne in ein religiöses Paradies oder Jenseits abwandern zu müssen, sondern uns hier
zu überschreiten. Diese Impulse zu leugnen, wären, glaube ich, auch falsch. Mhm. Denn nicht nur die Kunst, sondern auch Wissenschaft und Technik lebt ja genau von diesen Impulsen, bei aller Gefährdung, die auch mit sich bringen können. Mhm. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, es gibt in diesem Mitternachtslied, über das Sie nachdenken, eigentlich eine Spannung. Es beginnt mit »O Mensch, gib Acht« und es wird dann mehr und mehr zu einem Lied eben über diese Lust, die alle Ewigkeit will. Es geht dann auch noch um den Schmerz, über den sprechen wir gleich noch. Aber es gibt eigentlich diese Spannung im menschlichen Leben. Wir sollen Acht geben und gleichzeitig wollen wir über uns hinaus. Ist das richtig? Es ist richtig, also es zieht Ganze, uns selbst wie ein Seil. Das hat mich ja so fasziniert an diesem kurzen Gedicht, dass es sozusagen genau diese grundsätzliche Bipolarität anspricht. Also Nietzsche war ja kein dialektischer Denker im klassischen Sinn, aber er war ein Denker der Bipolaritäten, der Ambivalenzen, der Ambiguitäten, würde man modern sagen. Und das gehört zu unserer Existenz. Ja? Lust und Leid, Sie haben es schon angesprochen, als ganz zentrale, aufeinander verweisende Dimensionen unseres Lebens. Tag und Nacht, ja? Die Helle und die Dunkelheit, Oberfläche und Tiefe, Mensch und Tier, das sind doch genau diese Spannungsfelder, in denen wir uns bewegen. Und das Ausloten dieser Spannungsfelder macht doch das Leben aus. Nicht sich auf die eine oder andere Seite schlagen, was ja ohnehin nur schief gehen kann. Also eben nicht Lust als ein endlos Gaudi, sondern als ein Verknüpfen mit den schmerzhaften Momenten. Ja. Sie haben jetzt schon mehrere Male Gustav Mahler erwähnt, der Ihnen so lieb ist. Und Sie sagen auch, dass in diesem Buch, dass die Vertonung von Gustav Mahler dieses Mitternachtsliedes, das eben kongenial vertont wurde in der dritten Sinfonie von Gustav Mahler, dass das wesentlich für Sie auch Ansporn war, sich mit diesem Werk so auseinanderzusetzen. Ich würde gerne mit Ihnen ganz kurz in diese Musik reinhören. Dieses Konzert wurde auch gespielt zur Wiedereröffnung der Tonhalle in Zürich. Und wir hören die Passage, in der die Sängerin gerade eben singt «Alle Lust will Ewigkeit». Was bewegt Sie so an dieser Musik? Also ich muss ja gestehen, weil Sie ja so auf anekdotische, biografische Aspekte gerne verwiesen worden wären. Ich gestehe, dass ich diese Symphonie früher gekannt habe als Nietzsches Text, also aus den Zarathustra. Das heißt, ich bin sozusagen über diese Symphonie dann auf diesen Text gestoßen. Und was mich daran bewegt und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe und je mehr ich dann auch sozusagen Nietzsche wieder mit einbezogen habe in dieses Hören, das ist, dass ich glaube, dass Gustav Mahler, der ja kein Nietzscheaner war, im Gegensatz zu Richard Strauss. Mhm. Ja, Gustav Mahler hat Nietzsche nicht gemocht, aber diesen Text offensichtlich, dieses Lied aus dem Zarathustra, das damals übrigens schon ziemlich weit verbreitet war, herausgelöst aus dem Buch. Und ich glaube, er hat intuitiv etwas erfasst, was genau das im Kern ausmacht, was sie vorhin angedeutet hat. Es geht bei der Lust nicht um eine unendliche Gaudi. Ja? Das klingt nicht nach Gaudi. Ja? Das heißt also, Gustav Mahler kann natürlich auch andere Rhythmen, Tänze, sozusagen in seine Tonsprache übersetzen. Da klingt die Ewigkeit doch so, als würde etwas stehen bleiben wollen, als würde gar nichts weitergehen, als wäre es ein großes Innehalten. Und ich denke, das ist genau der Kern dieses Schlusssatzes, alle Lust will Ewigkeit. Es wäre völlig falsch, meines Erachtens, Ewigkeit als Unendlichkeit, als unendliche Zeitdauer
zu verstehen. Das wäre ja Wahnsinn, eine Lust, die nicht aufhört. Das hält ja kein Mensch aus, wie wir wissen. Mal abgesehen davon, dass die meisten Lüste ja auch auf einen Höhepunkt zusteuern, den man vielleicht hinauszögern kann oder will oder soll, je nach Liebestechnik. Aber irgendwann einmal sozusagen soll es zur Erfüllung kommen. Das ist da gar nicht so zentral gemeint, sondern zentral gemeint ist, dass die Lust die einzige sinnliche Erfahrungsmöglichkeit des Menschen ist, wo er seine Zeitlichkeit vergessen kann, wo er Vergangenheit und Zukunft in diesem einen Moment der Lust, und das ist egal, ob das sexuelle Lust ist, physische Lust ist, sinnliche Lust ist, geistige Lust ist, in diesem Moment der Lust ist der Mensch so sehr bei sich, dass er das Vorher und das Nachher einfach ausblenden kann. Und das macht sozusagen erst die Intensität der Lust aus. Eine Lust, die geprägt ist von Erinnerung auf der einen Seite und schon vorauseilenden Verantwortungsbewusstsein auf der anderen Seite, ist nicht einmal mehr die halbe Lust. Man mag fast nicht sagen, wenn Sie so erzählen, das sind so schöne Bilder, die Sie verwenden. Aber gerade wenn Sie mit dem Erinnerungsvermögen kommen, da sind wir bei einem Tier, nämlich diesem Tier hier. Ich habe mich plötzlich erinnert, als ich Ihren Text gelesen habe, dass es ja einen großen anderen philosophischen Text gibt über die Lust, nämlich den Philebos von Platon. Ja. Ein Dialog, in dem Platon eigentlich abrechnet mit den Hedonisten, die der Meinung waren, eigentlich geht es im Leben nur um Lust. Und Sokrates tritt da an gegen die Hedonisten in einem scharfen Dialog, wie man das kennt von Platon, und versucht, die so ein bisschen zu demontieren und sagt, das Schalentier, das hat eben kein Erinnerungsvermögen. Das heißt, das Schalentier kann zwar vielleicht Lust empfinden, so ein Lüstchen, ein bisschen Lust, aber es erinnert sich nicht daran, was lustvoll war. Mhm. Und es hat auch keinen Zukunftsentwurf. Und weil dem Schalentier die Rationalität fehlt, bleibt diese Lust eigentlich seltsam leer. Was entgegnen Sie, weil Sie gerade gesagt haben, nein, Lust braucht kein Erinnerungsvermögen? Also ich weiß schon, warum Nietzsche Antiplatoniker war. Denn ich glaube, dass Platon hier in seiner Lust- und Leibfeindlichkeit sich geirrt hat. Und es ist natürlich wahrscheinlich eine harte Zumutung für den Menschen, sich mal zu überlegen, und überlegen wir das nur mal spielerisch, ja, lustvoll, ja, sich zu überlegen, dass das, was ihn selbst kennzeichnet, die Rationalität, die Vernunft, die ja für Platon ganz, ganz wichtig war, dass das gleichzeitig die Instanz ist in uns, die eigentlich lustverhindernd, lustsabotierend, lustfeindlich ist. Weil Lust auf der anderen Seite natürlich genau dasjenige ist, wonach wir letztlich streben. Das liegt im Wesen der Lust. Wir wollen Schmerzen vermeiden und Lüste wollen wir suchen. Und ich denke, dass Nietzsche, übrigens auch so wie Søren Kierkegaard, ein anderer Philosoph, der auch ein exzellenter Kenner von Sinnlichkeitskonzepten war, schon etwas ganz Wesentliches erkannt hat. Im Gegensatz zu Platon glaube ich nicht, dass Erinnerungsvermögen und Antizipationsmöglichkeiten von Zukünften die Lüste steigern, sondern sie minimieren die Lüste. Schon aus einem einfachen Grund, das habe ich auch erst bei Nietzsche und durch das Studium des Mitternachtsliedes gelernt, schon aus einem einfachen Grund: an Lüste, wenn wir ehrlich sind, können wir uns gar nicht gut erinnern. Mhm. Überhaupt nicht. An was wir uns wirklich erinnern, sind Schmerzen. Mhm. Leiterfahrungen prägen sich ein. Deswegen sind die großen Narrationen, die Geschichten, von denen wir vorhin gesprochen haben, von welchen Menschen, Völkern, Nationen, Gruppierungen auch immer, das sind immer Leidgeschichten, weil das Leid kann über Jahrhunderte, Jahrtausende erinnert werden. Die Lust natürlich nicht. Lust ist kein gedächtnisstimulierender Faktor. Nur was weh tut, schreibt Nietzsche an einer Stelle, brennt sich ins Gedächtnis ein. Nicht die Lust. Aber die beiden sind ja miteinander verwandt. Und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Auch das steht ja im Mitternachtslied. Es geht um eine Lust, die tiefer ist als Herzeleid. Ja, das heißt,
eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, der Schmerz brennt sich ein, ja. Das ist ja sozusagen der Zwilling der Lust. Der Schmerz brennt sich ein, er ist der Zwilling der Lust, aber die Lust, weil sie eben tiefer geht, kann den Schmerz noch einmal sozusagen überbieten. Mhm. Ja? Und kann dann tatsächlich sozusagen diese Erinnerung, die der Schmerz provoziert, ja, diese Belastung des Gedächtnisses, kann die Lust dann noch einmal sozusagen zumindest für einen Moment ausklammern. Das kennt jeder auch aus seinen ganz persönlichen Erlebnissen mit Lust und Schmerz, vor allem bei Herzeleid. Es geht ja hier um Seelenschmerzen, bei Nietzsche schon auch um physische Schmerzen, unter denen er selbst ja sehr stark gelitten hat, aber natürlich auch um diese Seelenschmerzen. Und so tief diese Schmerzen gehen, ja, es gibt dann immer sozusagen dieses Moment der Transzendierung dieses Schmerzes durch die Möglichkeit einer Lusterfahrung, die diesen Schmerz dann für einen Moment sozusagen bannen kann. Aber das Wesentliche für mich an dieser Überlegung ist, man kann es ja noch drastischer formulieren, ja? Intensive Lusterfahrungen erfordern geradezu bis zu einem gewissen Grad Erinnerungslosigkeit. Also sobald sozusagen Vergangenheiten reinspielen, ja, werden Lusterfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man die Vergangenheit ausblenden soll. Das ist immer so ein Missverständnis. Ja. Aber natürlich, wenn ich immer daran denken muss, was geschehen ist, was ich verantwortet habe, wem gegenüber mich zu rechtfertigen habe, dann ist das keine besonders lustvolle Existenz. Das kann schon sein, dass das alles notwendig ist, aber man soll dann nicht sagen, dass das trotzdem Spaß macht. Das macht eben einfach keinen Spaß. Sondern Spaß macht nur die Möglichkeit, in der Ewigkeit der Verantwortungslosigkeit zu existieren. Das ist starker Tobak. Aber ich glaube, wir sind ja auch hier in einer philosophischen Sternstunde. Aber interessant ist ja schon einzusehen, dass wir eigentlich, wenn wir Lust erleben wollen, schmerzbereit sein müssen. Ja. Und da kommt eigentlich auch wieder so eine politische Botschaft Ihrerseits, also so eine Zeitdiagnose, dass Sie sagen, es ist ja gar nicht nur das Problem, dass wir nicht mehr zu wirklicher Leidenschaft fähig sind, weil wir vielleicht nicht das Große wagen, sondern wir fürchten uns auch dauernd vor dem Schmerz. Wir wollen dauernd den Schmerz verhindern. Sie zitieren da Byung-Chul Han, den deutsch-koreanischen Autor, mit seiner Palliativgesellschaft. Der Mensch möchte immer gucken, dass es bloß nicht wehtut. Aber wenn wir immer wollen, dass es nicht wehtut, dann riskieren wir uns auch nicht. Wir überschreiten uns nicht. Also Ihr Plädoyer ist sozusagen die Maßlosigkeit in die Lust hinein, unter Inkaufnahme des Schmerzes. Nicht ganz, nicht ganz. Also ich teile jetzt nicht ganz die Diagnose meines Kollegen Byung-Chul Han. Mhm. Also ich habe jetzt nicht diesen Gestus, ach mein Gott, diese Menschen, die halten überhaupt nichts mehr aus, diese Weichlinge mögen keine Schmerzen mehr ertragen. Bei Nietzsche findet sich das schon, ja, in diesem im Zarathustra, der letzte Mensch, ja, ein Lüstchen für den Tag, ein Lüstchen für die Nacht, aber es soll angenehm sein, es soll nicht wehtun. Das ist eigentlich eine lächerliche Figur, oder? Es ist eine lächerliche Figur, ja. Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, es ist nicht nur eine lächerliche Figur, sondern natürlich, man muss schon zugestehen, gerade weil Lust und Schmerz so aufeinander verwiesen sind, dass so legitim diese Sehnsucht des Begehrens ist, ja, genauso legitim ist die Sehnsucht nach Schmerzvermeidung. Gerade diese eine Zeile, da habe ich wirklich viel nachgedacht. Das sind nur drei Worte in diesem Mitternachtslied. Weh spricht, vergeh. Mhm. Das heißt, der Weh, das Leid, der Schmerz signalisiert uns immer, ich will verschwinden. Tu was, damit ich verschwinde. Und das entspricht ja unserer Alltagserfahrung. Ja? Wir spüren ja unseren Körper eigentlich nicht, nur dann, wenn er wehtut. Mhm. Und wenn er wehtut, wissen wir sofort, wir müssen was tun. Ja? Entweder schmerzstillende Medikamente nehmen, zum Arzt rennen, unsere Lebenseinstellung ändern, unsere Lebensgewohnheit. Wir müssen was tun. Ja? Das heißt, weil der Schmerz soll verschwinden. Man könnte daraus ableiten, alles, was verschwinden soll, schmerzt und alles, was schmerzt, soll verschwinden. Nur das, was Lust bereiten kann, darf, soll und muss auch bleiben können. Ja? Das ist das eine. Deswegen finde ich sozusagen Schmerzvermeidung nichts Illegitimes, auch aus der nietzscheanischen Perspektive nichts Illegitimes. Aber auf der anderen Seite bedeutet das schon auch, dass wir aus diesem
Widerstreit zwischen Lust und Schmerz nicht herauskommen. Das heißt also, wir müssen uns schon klar sein, denn wir wollen keine Schmerzen, aber wir wollen natürlich auch nicht diese intensiven Lüste, die eben Schmerzen nach sich ziehen können, generieren können. Wir sind sozusagen eigentlich irgendwie sehr gerne Epikureer. Das heißt also, Extreme vermeiden, immer in der Mitte und schauen, dass, nicht, dass die Dinge nicht allzu wehtun, aber dann eben auch sozusagen bestimmte Ekstasen nicht mehr möglich sind. Das ist ja eigentlich dieser letzte Mensch. Das ist ja eigentlich ein bisschen der Epikureer, oder? Der sozusagen nur die Lüstchen hat. Weil Epikur, also diese antike Philosophenschule, diese Idee hatte der Ataraxie, also der Seelenruhe, bloß kein Extrem. Lust ist eigentlich dann am besten, wenn sie nicht extrem ist, sodass wir in dieser Seelenruhe bleiben, sodass eben auch der Schmerz, der folgt, wenn die Lust erfüllt ist, das ist ja auch etwas, was Schopenhauer so unglaublich beschäftigt hat, dass auf jede Lust, auf jeden Willen kommt die Leere, weil wir haben es ja dann irgendwann gesehen, erfüllt, und dann wollen wir schon wieder das Nächste. Und das will Epikur ja eindämmen. Aber wenn ich jetzt noch einmal zu verstehen versuche, was will denn Nietzsche? Also was heißt es, nietzscheanisch zu leben? Was tue ich? Was soll ich tun, Herr Liesmann, wenn ich wie Nietzsche die Lust ins Leben lassen will? Wenn ich das so einfach beantworten könnte. Es gibt im Zarathustra, macht der Zarathustra sich selbst Gedanken über dieses Mitternachtslied. Ja, seinen Gefährten interpretiert er es ja unter Anführungszeichen jetzt. Ja. Und da sagt er, alle Lust will Ewigkeit bedeutet nicht nur, dass die Lust als Lust sozusagen in der unmittelbaren Gegenwärtigkeit sein will und eben nicht vergehen soll wie der Schmerz, sondern alle Lust von Ewigkeit bedeutet auch, die Lust will aller Dinge Ewigkeit. Für mich ist das eigentlich die schönste Formulierung oder Ausformulierung dieses berühmten Programms von Nietzsche, dieses Ja-Sagen zum Leben. Das Leben sozusagen als Leben akzeptieren, in all seiner Vielfalt, auch in all seiner Spannung, in all seiner Positivität und Negativität. Und es eben auszuhalten, ja? Ja zu sagen zu Dingen, die einem vielleicht auch gegen den Strich gehen, weil es eben um Leben geht. Ja? Und weil jedes Leben dieses Ich will sein in sich trägt. Und das klingt ja eigentlich ganz un-Nietzscheanisch. Denn gleichzeitig war Nietzsche ja der Verkünder des Willens zur Macht. Ja? Und nietzscheanisch Leben könnte natürlich auch heißen, diesem Willen zur Macht folgen. Nietzsche war ja sozusagen kein eindeutiger Denker. Aber er hat auch diesen Willen zur Macht ja auch gleichzeitig jedem zugestanden. Ja? Und ich finde, das ist zumindest das analytische Herangehensweise durchaus noch immer produktiv. Hinter wie viel Elementen unseres Lebens, hinter wie viel Konzepten, Vorstellungen, Strategien, Initiativen, Aktivitäten eigentlich nur der Wille zur Macht zum Vorschein kommt, der vielleicht tatsächlich dann auch, weil Macht für Nietzsche jetzt nicht das plumpe Beherrschen anderer Menschen ist, sondern Macht ein Ausdruck, dass Lebenssteigerung ist, natürlich auch mit entsprechenden Lusterfahrungen verbunden sein kann. Ich glaube, man könnte ein Stück weit zusammenfassen und sagen, es geht Nietzsche immer auch um Tiefe. Es geht um tiefe Erfahrungen. Dieser Schmerz vertieft den Mensch. Und es geht eben nicht um diese oberflächliche Lust, die wir einfach endlos repetieren, sondern die Ewigkeit eben nicht zeitlich verstanden, sondern sozusagen dimensional verstanden, in die Tiefe hineinsickernd. Das scheint so ein bisschen das Credo zu sein. Jetzt muss ich aber natürlich zum Schluss noch einmal mit dem starken Tobak kommen. Wir haben ja damit begonnen, dass wir gesagt haben, wir leben in lustlosen Zeiten. Es geht sehr stark um Wissenschaft, es geht um trockene Fakten, es geht darum, dass die Moral uns dauernd zur Manier ruft. Aber Sie als Philosoph, Sie haben ja auch ein Interesse daran, dass es da draußen in der Welt Gerechtigkeit gibt. Wie bringen wir das jetzt zusammen? Können wir jetzt einfach sagen, na ja, jetzt geht es uns hier mal um die Lust, es geht darum, uns selber zu sehen, auch irgendwie in dieser Lust über die Stränge schlagen zu dürfen, weil auch darin erkennt sich der Mensch, darin ist der Mensch wesentlich. Aber zugleich soll er ja auch Verantwortung übernehmen. Wir wollen ja auch eine gerechte Welt. Das ist zweifellos richtig.
Ich habe auch nicht gesagt, ich bin ja kein Hedonist. Ja? Und Nietzsche war auch kein Hedonist übrigens. Ja? Das heißt, es geht ja nicht darum, die Lust jetzt als Maxime zu formulieren, als moralisches Prinzip an die Stelle anderer moralischen Prinzipien zu setzen, sondern es geht eher um so eine Art Phänomenologie der Lust. Das heißt, wir sind lustfähige Wesen, aber was bedeutet das? Und natürlich steht diese Lust in einem Spannungsfeld nicht nur zum Schmerz, sondern auch zur Zeit. Ja? Und Verantwortung hat Zeit zur Voraussetzung. Ich brauche ein Gedächtnis, ich muss mich erinnern können, um zur Verantwortung gezogen werden zu können. Das ist völlig klar. In der unmittelbaren Sinnlichkeit gibt es diese Verantwortung nicht. Und Gerechtigkeit würde für mich bedeuten, auf der einen Seite natürlich diese Verantwortung zu übernehmen, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, dass Menschsein eben bedeutet, Impulse zu haben, Fähigkeiten zu haben, die danach drängen, sich zumindest hin und wieder dieser Verantwortung auch entschlagen zu können. Die zivilisierteste Form, ja, die zivilisierteste Form, dem nachzugehen, war seit der Antike die Kunst. Wo wir es uns gestatten können, im Bereich des rein fiktionalen, ästhetischen Scheins, wo wir es gestatten können, sozusagen dort verantwortungslos agieren zu können und auf dieser Bühne der Kunst, der Ästhetik Dinge geschehen zu lassen, die wir im wirklichen Leben ja nie haben wollen würden. Und trotzdem bereiten sie uns Lust. Mhm. Denn der Wille zum Schein, schreibt Nietzsche an einer Stelle, ist tiefer und stärker als der Wille zur Wahrheit. Vielleicht sollten wir uns, gerade wenn es um Wahrheit geht, auch wissen, dass wir diese Welt des Scheins, die eine Lustquelle per se ist, dass wir die auch brauchen. Nur weil Sie sozusagen diese Tiefendimension nochmal angesprochen haben. Einer meiner Lieblingssätze von Nietzsche lautet ja, die Griechen waren oberflächlich aus Tiefe. Das ist jetzt ein Satz, über den könnten wir lange nachdenken. Wir könnten noch eine Sternstunde machen dazu. Aber vielleicht das heißt, also zum Schluss, das ist auch genau der Grund, weil Sie jetzt auch die Kunst noch mal erwähnt haben, das ist genau der Grund, warum Sie sich so ärgern, dass viel Kunst heute in erster Linie erziehen will und nicht überschreiten. Genau. Weil die Funktion der Kunst ist genau das Gegenteil. Die Funktion der Kunst ist das Überschreiten. Die Funktion der Kunst, zumindest in der Moderne, war es, genau moralische Paradigmen zu umspielen und außer Kraft zu setzen. Das heißt ja nicht, dass diese Kunst nicht trotzdem ein Anliegen vertreten kann oder sozusagen ihren Beitrag leisten kann zu einer möglichen Humanisierung der Welt. Aber zu dieser Humanisierung gehört eben auch genau diese Fantasie und gehört eben auch die Fähigkeit des Menschen, sich im Spiegel der Kunst Erkenntnisse zu erlauben, die wir ansonsten immer abwehren. Es genügt, einen Blick auf Shakespeares Königsdramen zu werfen, um zu wissen, wovon wir sprechen können, wenn wir von Menschen sprechen. Es ist die nackte Wahrheit und keine Fiktion, dass die Zeit um ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, Konrad Paul Liessmann, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, für alle, die Lust haben, weiterzulesen, mit einer Mail in unserem Briefkasten gehört dieses signierte Exemplar vielleicht bald Ihnen. Und nächste Woche spricht Wolfram Eilenberger mit Patricia Danzi, der Direktorin für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes, über Möglichkeiten und Grenzen von Entwicklungshilfe und humanitärem Engagement, unter anderem in Afghanistan. Und jetzt gleich hat das Abstimmungsstudio erste Hochrechnungen für Sie, wie die Schweiz heute entschieden hat. Danke fürs Interesse. Eine lustvolle Zeit. Bis bald.